Hallo, Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Hallo, Sir! Ich brauche dringend Hilfe hinter Ihnen! Ach du Scheiße! Was sehen Sie da? Ich brauche dringend Hilfe! Oh Gott, das ist ja ekelhaft, was ist mit ihm passiert? Er ist gesprengt worden. Was ist da? Wir brauchen dringend Hilfe, nicht sprengen, wir brauchen einen Arzt. Ach du große Scheiße, ich will kein Arzt, sehen Sie mich mal. Können Sie Arzt rufen? Ach du, boah, ist das ekelhaft. Bitte Arzt rufen, ich glaube verbluten bei Fuß. Also mir wurde gesagt, in Blackwater ist immer ein Arzt dort heute in Sonnenion. No, ich glaube nichts überlebt so lange. Oh Scheiße. Er blutet ja alles. Oh, ja, das halbe Bein ist ab. Oh, ich kenne sie doch so. Scheiße. Oh, ist das ekelhaft. Oh, Mr. William. Mr. William, oh Gott, sein halbes Bein hängt daneben. Oh Gott, bah! Mr. William, Sie schaffen das. Sie können doch die Hand Oh, ist okay, lass es raus. Boah, ist das furchtbar. Die Olle Geschoss da kommt. Nur lass es raus. Ja, da kommt einiges um. Scheiße, wo haben Sie ihn gefunden, Sir? No, wir wollten den Öltransport machen und auf einmal die Geschichte auf uns. Oh, ja. Und dann Igor Ole mit Messerschlitzen auf scheiß Idioten. Oh mein Gott. Oh, ist das egal. No, er ist gegangen zu den Engel. Der Arzt hier uns hat ihn bestimmt da reingezogen. Ja, hat den bestimmt Notfallmediziner dort reingezogen hinter die Tür. Oh Gott, ist das. Zum Glück muss ich mir das nicht mehr ansehen, aber es tut mir wirklich leid um Mr. William. Also, ich hoffe, ihm geht's mal. Ja, ja. Ich hab ein Holzbein. Ich muss bis morgen warten. Morgen kommt der Bestatter hier hin, montags. Und dann werden wir schauen, welches Grab frisch ist. Und dann bekomme ich ein Bein. Okay. Ja, bis dahin können wir mal auf Holz klopfen. Aber ich glaube, wir müssen zurück. Dein Geld. Wo kann ich denn her? Hier von Öl. Ach so. So, ich bin gegen die Kutsche gestoßen und dann bin ich auf die Kutsche aufgestiegen. Und das hat dem Mann nicht mehr gefallen. Verfluchte Scheiße. Dann hat er auf mich geschossen und dann ging die Kutsche in die Luft, ja. Ja, aber wir können zurückreiten, wenn der Arzt...